jetzt und über Null über das Feld rüberkomme und dass er jetzt dann eine andere Wachstumsstufe hat. Oh, das ist egal. Okay. Und ich habe jetzt den einzigen Traktor, glaube ich, geholt, wo man keine Bereifung ändern kann. Super, so Ultramar weiß ich gar nicht, ob das. Ist die Frage, welchen ich da nehmen soll für die permanente Bereifung. Da gar keinen. Bis jetzt haben wir alles gedüngt, was. Kriegen und gleich düngen. Weil brauchen wir keinen. Achso, na gut, weil sonst hätte ich die Felder gedüngt, die schon. Wir sind schon alle gedüngt. Also die ich gestriegelt habe, habe ich auch gedüngt. Achso, okay. Na dann. Oder können wir uns dann wirklich einen Traktor überlegen zum Kaufen dann? Mhm. Der Strigler Dünger Traktor dann. Genau, zum Beispiel. Na leibend. Na leibend. Das. Aber der fährt urlangsam weg, der Haberer da. Unsere Hü- Schau grad. Läuft. Und sehen wir uns seine Gesundheit. Aber da kein Traktor mehr bei mir dann steht, der geht da ein bisschen ab. Der gelbe steht nicht. Grüne. Nein, ich meine direkt beim Anhänger. Ich weiß nicht, wer ihn nicht zurückkoppelt hat. Wir hatten das Wasser geholt letztens. Da ist der gelbe dran gehängt. Nein, aber der grüne. Der grüne hängt am Wasser. Ja, eben. Der wisst, dass am Anhänger hängt. Okay. Dann war das wohl ich. So, Hafer haben wir nur noch 13%. 4532 Liter. Am Anhänger. Mhm. Wenn es hell ist, muss ich mir dann noch die Schafe anschauen kommen. Na ja, dann sagen wir, wenn es fertig ist.
Achso, ist noch nicht fertig. Nein, aber es ist dunkel, ich sehe ja nichts, wo ich was baue. Achso. Aber kein Licht. Funktion, dass man eine Taschenlampe beim Bauen hat, haben sie bis jetzt noch nicht eingebaut. Seite anfangen. Da. Das sind so manche Tage, da habe ich das Gefühl, dass nichts läuft. Warum? Weil zwar, ne? Weil ich nicht aufladen kann. Wenn das nicht funktioniert, teilweise das Menü. Umschalt, STG Umschalt R. Du. Anhänger? Oder wieder wie letztens am Dolly? Ah, danke. Bitte. Geht aber irgendwie dazu nicht. Warte mal. Jetzt geht es wahrscheinlich nicht, weil die Ladefläche auf der anderen Seite offen ist. Ungefähr? Jawohl. Jo, jetzt geht's.
So. So. Bin gespannt, wie lange das dauert, bis die Produktion voll anläuft für die Wolle. Für was? Die Wolle. Dass die Schafe genug liefern aus den 5 Ställen. Noch dazu haben wir Dezember, da ist es relativ lang dunkel. Wow.
Da strickelt du mir doch quasi, also du doch das Gras weg. Wegernten quasi. Strickel ist ja ein Grasdünger. Ja, aber da geht das Gras weg. Nee, und dann kommt, dann wächst es neu nach. Ach so. Das fällt mir jetzt auf, nämlich auf der, an den Seiten. Das heißt, zur Effizienzsteigerung könnte man das auch einmal machen, dann beim Gras. Den drüber fahren lassen. Genau, könnte man mal machen. Da sieht man wirklich, wo man schon gestriegelt hat und wo nicht. Das heißt aber auch, dass man mit dem Strigler nicht über das abgeerntete Grasfeld aber drüber fahren soll, weil das bringt ja dann nichts, oder? Oder schon? Oh ja, bringt auch was. Und das sowieso erneuern, von Grund auf, also. Thank you.
Yeah, es wird schon langsam heller. Aber da rinnt die Marie runter. Was baust du da immer für so kleine Sachen? Lampen habe ich jetzt hinbaut. Ah, okay. Das heißt richtig schon so voll Deko und so auch. Ja, ich baue das, wie gesagt, einmal ordentlich und dann nämlich Ruhe. Mhm. Der Part ist quasi abgeschlossen. Ja. Halt irgendwo was auf oder so dann noch, aber... Das sagst du mir dann halt, wenn ich besuchen darf. Ich bin's gleich. So, ja, noch fertig das Striegeln. Genau, Striegeln, wenn es fertig ist, kann man schon rüber. Dann die Frage, bevor wir auf die nächste Produktion gehen, ob wir dann nicht vielleicht doch auch auf einen großen Drescher spannen sollten oder wie wir dann weitermachen. Ich glaube halt nicht, dass wir schon einen brauchen. Oder dann auf noch einen Traktor eben für Striegel und. Auf sowas, ja, sowas könnte gehen. Ich glaube halt nicht, dass wir schon einen Drescher brauchen werden. Da wird eben gemeint, dass das auch praktischer wäre wegen Stroh. Weil das dann effizienter ist auch. Ja, das schon. Aber es ist halt eine Investition von über 500.000 halt. Ja. Nur für das halt. Hm, stimmt. Wo wir dann, sage ich schon, 10, 12 neue Felder hätten dann. Hm, hast recht. Weiter. Einfach könnte man jetzt schon dazu kaufen. Mhm. 44 zum Beispiel. 44 ist ein Bild. 58 da drüber. Oder doch 51 wieder. Aber die Schafe geht sich, ein Feld geht sich aus. Mhm. Okay, dann können wir noch eins kaufen. Ja, dann können wir wirklich beim Händler rüber, 58 oder so. Oder 49. Gut, das ist viel Wald dabei. 49 bringt ja nichts, weil da die Produktion drauf kommt. Stimmt. Ja, dann 58. Da wieder auch neue Felder machen. Mhm. Weiß ich jetzt nicht.